Hallo, ahoi Landratten und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge vom Schlossbausimulator. Doch vor das Schloss hat der liebe Gott das Schiff gestellt. Wir müssen also erstmal hier ein bisschen auf Deck hier. Das ist aber schon so ein bisschen eklig. Ah, praktisch, ne? Wir können die einfach einsammeln. Weg sind sie. Alles in Load auf dem Boot. Alles in Budde auf dem Kudde. Ach, schön. Ja, also, Boot reparieren. Das kriegen wir hin. Easy. So, mal hier. Das Sprossen. Das sieht aus wie so Rudergang-Irgendwas-Dinger, ne? Wo gehören die denn hin? Aber. Ach, hier, guck. Nein, wir legen ab. Hilfe. Hilfe. So helfen Sie mir. Bitte helfen Sie mir. Oh, Piratenschatz. Da ist er. Da wir das aber jetzt nicht mehr als 500 sind. 1000, sehr gut. Dann haben wir hier mal auf die Bockhasen. Ne, wie heißt denn das? Die Reling. Ich hab ja so schlaue Zuschauer und intelligente und auch gut aussehende Zuschauer. Die wissen bestimmt, wie das richtig heißt. So, ich muss noch ein Brett suchen. Bäh. Oh, der Bibel. Das ist aber schon richtig ekelhaft. Ja, dann nochmal hier Schrubbi-Schrubbi. Das wäre die Bretter? Nee, ne? Irgendwo anders hin. Die gehen wahrscheinlich hier außen rein. Willen? Ja, die gehen da außen rein. So, da kommen wir her, meine kleinen Schätzchen. Ja, ich stecke euch mal ein und nehme euch dann mit nach Hause. Oh, ist das ekelhaft. Kann ich irgendwas killen dafür? Was war denn der Skilltree? T wie Talents? Hui. Tab Aufgaben, Inventar, Talentbaum, T. Kundenliste. Ich konnte aber T nicht drücken. Gut, dann räumen wir erstmal den Rest auf und vielleicht müssen wir das ja nicht, müssen wir die Mäuschen ja nicht einsammeln, die sind wirklich sehr schnell. Na, geht doch. Warte, hier war doch noch irgendwo ein Loch, da hinten. Jetzt habe ich noch ein Brett, wo gehört das denn hin? Ach, da oben fehlt ja noch ein Brett, ne? Das ist natürlich jetzt auch so ein bisschen Suchspiel, was ich jetzt nicht unbedingt so toll finde, wenn ich ehrlich bin. Falsch. Oh no, wo gehört denn das Brett rein? Geh weg, du! Ihr habt das natürlich schon längst wieder gesehen, ich nicht. Ich leg's nochmal ab, bis wir die entsprechende Stelle finden. So.
Alright. Ist auch nochmal Müll. Wie viel haben wir denn jetzt? Oh, die Hälfte erst? Krass. Richtiger Großauftrag. Ich glaube, hier haben wir soweit Claw-Schiff gemacht, im wahrsten Sinne des Wortes. Aber wir sind so lahmarschig, es ist sogar schon Nacht geworden. Da gehört das Brett hin. Guck. Hab's gefunden. So was. Da. Gut. Hier oben ist noch Dreck, da waren wir noch gar nicht. Putzen müssen wir auch nochmal. So, jetzt haben wir noch einen Schandfleck, den wir da übersehen haben. Der kann ja auch im Haus sein, ne? Schiff reparieren, das Deck reparieren. Aha, hier haben wir nochmal einen Schmutzfleck. Tun wir das. Ach. Gibt's ja nicht. Schlüssel finden. Oha. Ja, wo sollen wir den denn finden? Oh, hier fehlt auch noch ein Brettchen. Ah, wie nice. Oh, ey. Ist das schön? Also es setzt schon sehr eigene Akzente, dieses Spiel. Finde ich gut. Hier müssen wir nichts machen. Hier fehlt noch ein Brett. Also so ein dickes, ne? Wir sind ja hier auch keine Dünnbrettbohrer. Warte mal. Da gehst du ja auch nochmal hoch. Hier oben was übersehen? Nein. Memo an mich, alle Türen immer öffnen. Aber wo soll man denn hier einen Schlüssel finden? Hier unten ist alles in Ordnung, würde ich sagen. Hier auch. Oh. Boah, wie krass. Optische Täuschung, seht ihr das? Wie die sich biegt. Okay, wir müssen also noch eine Bohle suchen. Und den Schlüssel müssen wir finden. Weiß ich jetzt nicht, ob ich das so gut finde, dass wir so, ne, so extra Sachen machen müssen, weil ich will mein Schloss bauen. Ja, sind wir mal ganz ehrlich. Was anderes bringt uns ja auch hier in unserem Leben nicht voran. Ist vielleicht der Schlüssel zu dem Bootshaus? Wäre das möglich? Bäume. Ja, vielleicht haben wir im Haus noch einen Schmutzfleck übersehen. Oder, nee, in dem Raum könnte auch ein Schmutzfleck sein. Wir haben aber auch nur. Wir haben noch keine Notiz gefunden. Also hier ist auf jeden Fall noch mehr. Eine Truhe haben wir. Ah, gucken wir mal systematisch, ob im Haus was versteckt ist. Hier ist nur so ein kleiner Abstellraum. Hier sehe ich zunächst mal nichts. Und es im Klappentext bzw. in den Vorschaubildern ist auch gezeigt, wie man hier im Spiel auch Sachen in den Regalen selber verändern kann und so. Also das geht auch irgendwie.
Hier war ich noch nicht. Ah. Aber wieso steht er jetzt nicht, finde den Schlüssel? Naja, kapert das, repariert das Schiff, repariert das Deck, repariert... Ich dachte, das hätten wir auch irgendwie verändern können, okay. Da musste ich gerade mal genesen. Ich habe gerade genossen. Ich habe gerade genaselt. Ja, genaselt mache ich häufiger mal. Wer hat den Schlüssel gefunden? Alrighty. Herr Mighty. Dann nehme ich an, dass hier noch irgendwas war. Das ist eine kleine Insel da hinten. Wollen wir da mal hin? Huch. Dass hier noch irgendwas war, was wir noch nicht gemacht haben. Hm, siehst du? Ein Fleck. Na. Und dann war die fehlende Bohle. Pläne für die Bleeder zu erledigen. Achse stabilisieren, Salzspannung erhöhen, Axialspannung verringern. Aha. Das wäre eine Notiz gewesen. Aber witzig, ne? Jetzt haben wir die letzte Bohle in dem Raum gefunden. Wie ist denn die da hingekommen, frage ich mich. Hat jemand rausgebaut und dann... Hat die jemand da rausgebaut und dann wieder da reingesteckt? Sowas. So, da ist unser Haus. Da war jemand, der hat eine Tür wieder zugemacht. Was haben wir denn hier? Zeit zum Putzen? Nein. Eine wertvolle Lektion. Ich muss meinen Nachbarn eine Lektion erteilen. Mein Nachbar ist reich genug, um sich eine eigene Kutsche, Werkzeug und so weiter zu leisten zu können. Abgesehen davon leiht er sich ständig meine Sachen und vergisst manchmal sogar, mir meine Besitztümer zurückzugeben. Schlimmer noch, manchmal bekomme ich sie kaputt zurück. Ich denke, jeder von uns kennt so jemanden und ich brauche jemanden, der diesen Schuft eine Lektion erteilt. Und dafür muss man kein Gelehrter sein. Ihr müsstet nur einige Sachen kaputt machen. Das wird ihn lehren, wie es ist, wenn jemand seine Sachen kaputt macht. Der Auftrag ist wirklich einfach. Außer sonntags ist Robert bis spät abends außer Haus. Dieser Auftrag sollte euch keine Schwierigkeiten bereiten. Damit sage ich Tschüss von dieser Folge, denn es hat geklingelt, da muss ich hin und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Macht's gut. Tschüss.